Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest, der zweiten, etwas längeren Baufolge. Wird auch so um die 1 bis 2 Stunden sein, vorherige. Aber wir wollten jetzt erstmal schauen, dass wir pennen können. Dauert noch ein bisschen, dann können wir eben was schnell snacken. So, und vielleicht sogar dort hinten schon mal die nächsten Lampen planen, die dann hier hinkommen, in dem Raum. Also, wo haben wir die Lampen? Dann würde der erste hier hinkommen. Ist er noch richtig rum? Ja, war der. Ja, komm. So. Ja, der Wind. Der Wind ist echt krass hier. Komm, so. Und dann drehen wir den noch mal. Hier noch mal ein. Komm. So. Und hier. Ja. Ah, ich dachte schon, der wäre auch wieder an der Wand drin. Finde ich persönlich geil, wenn wieder an der Wand wäre. Aber jetzt haben wir keine Schädel mehr, würde ich vermuten, behaupten. Der wäre an der Wand drin, geil. Und hier noch den letzten. Haben wir in dem Raum 6 Stück. Und dann eben schnell noch was snacken und dann schauen, dass wir pennen können. Ah, ich hätte Bock wieder auf so einen Hasen. So, 6 Seile und 2 Schädel brauchen wir noch. Haben wir eigentlich die Knochen schon abgelegt? Wir haben doch noch Knochen auf. Ja, wir haben hier noch Knochen. Die müssen wir auch noch ablegen. Das ist echt Wahnsinn, wie viele Hammer-Symbole wir da haben. Was wird denn da angezeigt? Ist dieses E-Symbol da? Glaube, das ist die Dings, die Heidelbeeren oben. Ich glaube, die sind wieder so weit. Komm, jetzt will ich mal schlafen. Hallo, beeil dich mal. Oh, jetzt müsste es jede Sekunde sein. Und? Ja, komm schon, komm. Komm. Und? Ja, jetzt können wir pennen. Perfekt. Jetzt wieder schnell snacken. Ja, in dem Wohnzimmerbereich, da müssen wir auch noch ein paar Lampen machen. Das machen wir irgendwann später. Komm, wir fressen noch mal so einen Hasen. So, ab nach unten. Da trinken und dann können wir wieder rüber.
Oh, wir haben immer noch Drehfell an. Fällt mir gerade auf. Wir haben aber keine Knochenrüstung mehr oder sonstige Rüstung hier. Hoppla, wir wollten dahin. Bin ich auch gespannt, wie viel wir in dieser Folge jetzt auch noch von der Burg da schaffen. Ich würde jetzt ungern noch eine dritte Folge so extra lang machen, nur zum Bauen. Ich würde gerne alles noch in dieser Folge schaffen. Denn wenn wir das in dieser Folge jetzt fertig haben, dann können wir in der nächsten Folge wieder in die Höhlen rein. Also zumindest das mit den Baumstämmen will ich alles fertig haben dort. Komm. So. Wisst ihr, was wir machen? Wir packen den mal ein bisschen näher. Wir packen den mal ein bisschen weiter da vorne. Ich glaube, würde am meisten Sinn machen. Wenn wir hier sind, brauchen wir erst ein... Oh, der ist ja wieder ausgelöst worden. Das heißt, irgendjemand war wieder zu Besuch. Irgendjemand war zu Besuch. Ich hier. Die Gruppe machen wir eben weg. Den hier nehmen wir auch noch mit. Ja. Den habe ich aber auch echt gut erwischt jetzt den Wagen, dass er auf den Kopf gelandet ist. Oder noch ein paar Stickies. Na, ich finde schade, dass nicht jeder Busch hier Stickies hat. So. Zwei. Haben wir jetzt schon mal das wieder voll.
zieht euch einfach rein, wie geil das jetzt mittlerweile von hier hinten aussieht. Bin schon richtig stolz auf das, was ich da hinten habe. Hier noch mal voll. Jede Wette, das waren wieder nicht genug Bäume. Wir gleich noch mal ein paar schnappen dürfen, um voll zu machen. Aber brauchen jetzt auch noch wieder Stickies. Und wir gehen mal hier. Der hat nichts. Ja, aber. Der hat nichts. Ah, dann wieder zwei etwas größere. Hier nicht noch einen Stick? Ja. Also haben wir schon voll. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Sind aber wieder keine Ureinwohner unterwegs. Darf ich nicht zu laut sagen, gleich kommen die wirklich wieder. Die Falle müssen wir noch raus, wieder fertig machen. Oh. Die sieht auch ausgelöst aus. Na doch nicht. Die ist noch nicht ausgelöst. Haben wir keine Baumstämme mehr? Nö. Da brauchen wir noch welche. Ah, der hat noch. Und den hier nehmen wir noch. Hier, genau. Noch ist er voll. Ambi. Ambi müssen wir uns schnappen.
Mein Speer! Bitte sag mir nicht, dass er jetzt weg ist. Ach, zum Glück nicht. Was? Nö. Scheiß Bambi. Ja, jetzt haben wir ihn. Wir brauchen die Rehfelle. Deswegen mache ich das. Und letzten Stick. Der obere linke Baumstamm. Wie kann der eigentlich so stehen, ohne umzukippen? Beziehungsweise da oben so liegen, meine ich, ja. Ohne dass er runterfällt, umkippt. Das ist physikalisch eigentlich nicht möglich. Na, mal schauen, wie viele Baumstämme uns jetzt gleich noch fehlen. Haben wir noch einen Bambi, aber den jagen wir, wenn wir nächstes Mal wieder hier sind. Westland. Weil wir wollen ja auch das Fleisch hier voll kriegen. Was noch eine? Haben wir ordentlich noch was auf Vorrat haben? Irgendwo noch Baumstämme liegen? Vielleicht. Ich sehe keine. Doch da unten liegt noch einer. Das heißt, einen Baum müssten wir noch fällen. Nehmen wir den hier. So, und dann wieder Speer. Einmal ein großes Rip an die Natur. Hier können wir auch nichts mehr machen. Wie viel hier schon abgeholzt ist. Stell dir vor, ich würde einfach abholzen, ohne dass die Bäume nachwachsen. Ich glaube, die Insel wäre schon längst leer. Nein. Hoppala. Jetzt ernsthaft. Hätten wir das mit den Bäumen nicht nachwachsen, drinnen gelassen. Ich glaube, wir wären schon so weit ins Inselinnerste mit dem Holzfällen gewesen. Gäbe es gar keine Möglichkeit mehr hier, dass, dass man sich hinter einem Baum oder so verstecken könnte. Ich glaub, die halbe Insel wäre schon weggerodet. Können wir noch den aufpacken? Beiden? Ne. Alle voll. Ja, okay. Dann heißt das jetzt für uns wieder zurück.
So, gleich auch erstmal wieder was essen. Moment. Ja, tut mir echt leid, wenn ich mal hin und wieder husten muss. Aber der Husten ist einfach immer noch nicht weg. Ich hoffe, dass morgen, übermorgen, wenn ich anfange hier Bioshock aufzunehmen, dass der Husten dann vorbei ist. Kommt dann direkt am Anschluss auch noch nach High und Live, wenn ich das Let's Play schon beendet habe, kommt dann direkt am Anschluss, also am nächsten Tag um dieselbe Uhrzeit, dann die erste Folge von Bioshock. Die Saga werde ich ja auch noch komplett spielen hier, das heißt Bioshock 1 Remastered, Bioshock 2 und Bioshock Infinite. Und ich will schauen, dass ich da vielleicht sogar, was Grafik angeht, vielleicht den einen oder anderen Mod reinpacke. Ein bisschen besser aussieht. Hoffen wir mal auch. Nicht so, dass er wie bei Arena einfach gar nicht funktioniert mit Mods. Obwohl ich muss auch ehrlich zugeben, was Modding angeht, bin ich noch relativ unerfahren. Weil das erste, was ich überhaupt gemoddet hatte, war Cyberpunk. Und das auch erst, als ich das Let's Play hier beendet hatte, habe ich angefangen mit dem Modding. Nur um auszuprobieren, wie das funktioniert und so. Weil ich wollte das jetzt auch nicht mitten im Let's Play machen. So, weil ich auch Panik hatte, Angst hatte, so, dass ich vielleicht das Spiel kaputt mache, irgendwie oder sowas. Habe ich da dann nach dem Let's Play angefangen, die ersten Mods drauf zu packen und zu testen. Und dann bin ich jetzt auch gespannt, so wenn ich jetzt das bei Bioshock ausprobiere, wie das dann am Ende aussieht, ob das auch mit den Aufnahmen funktioniert und so, ob das Spiel dann auch flüssig funktioniert und so. Jetzt als allererstes essen. Ausdauer echt am Arsch. Wirklich. Schrecklich mit der Ausdauer. So, was mit denen? Hängen den da auf. Rehfell hängen wir später auf, erst sobald wir die Stickies oben haben. Aber als erstes den. Nice. Und hier. Boah, ich freue mich schon, wenn das gleich fertig wird. Ah, der Wind wieder. Warum ist der Wind immer so schrecklich? Der Wind ist echt schlimm hier. Wirklich. Ja, komm. So, hier durch. Ja.
Ja, gleich gehen wir auch schon wieder pennen. Weil schon dunkel ist. Aber die Stickies muss ich noch verteilen. Auch noch. So, ein Baumstamm noch. Ja, wir gehen gleich pennen. Ich weiß, du bist müde. Ich weiß, du willst nicht. Den. Und den müssen wir noch. Wir fangen aber mal von der Wand hier an. So, dann die letzten beiden für diesen Tag. Und dann gehen wir pennen. Die Stickies kümmern wir uns auch morgen. Ab nach unten. Den können wir auch am Morgen. Erstmal morgen erstmal einen schönen Hasen und Dingen hier und den Schluck Wasser. Dann müssten drüben auch schon wieder die Dingen hier fertig sein. Also wieder Bäume nachgewachsen werden. Drüben. Ah. Wasser füllt sich nicht mehr nach, das heißt, es hat ein Weilchen nicht mehr geregnet. So und so. Hey. Hallo. Nicht immer willst du, wie ich es gerne hätte. So. Komm. Ja, ich stecke fest. So. Stecke ich wieder fest. Da vorne müsste ich auch schon mal die Stickies wieder verteilen. Was wir jetzt machen eigentlich? Ja, hier haben wir die Außenwände fehlen, also die Außendinger. Können wir gleich unten die restlichen 20 holen. Wichtigste finde ich tatsächlich für mich persönlich die Außenzäune und Wände, damit man nicht aus Versehen irgendwie mal runterfällt oder so. Und dann richtig viel Rüstung, Leben,
verliert oder eventuell sogar stirbt. Boah, ich finde das aber echt geil hier. Nice. Die beiden noch. Dann heißt er, glaube ich, noch einmal runter. Dann ist das hier auch schon fertig. Komm, voll machen. Ja, komm. Dickies noch sammeln, mitnehmen. So. Komm. Und nach oben. Das heißt, wir machen gleich noch die letzten Blaupausen da oben. Dann sind wir damit fertig. Ich will den da. Und von hier den? Ja, nice. Braucht man nicht nach hinten rumlaufen. Und wir den von hier aus so. Erwischen. Hier Stöcker 666. Teufelszahl. Nice. Wir sind damit soweit eigentlich fertig. Nur noch letzte drei Blaupausen drauf machen. Und ist durch. Dann heißt also nur noch Stickies und Baumstämme sammeln. Brauchen wir hier rum uns gar nicht mehr zu kümmern. So, dann machen wir hier eben noch die Blaupause. Wo haben wir eigenes Dach? Eigenes Dach da. So. Und dann hier. Hier. Da. Den ab. Hier. So. Da. So. Und dann. So. Dann auch drüben auch noch mal dasselbe. Husten wird schlimm. Dann da hinten noch mal. Wichtiges eigenes Dach.
Ja, und. Nee. Echt so? Nee, geht nicht anders. Der lässt nur so. Okay. Machen wir den halt. So. Dann ist der hier mal anders. Anders sein ist okay. Keiner wird dieses da verurteilen. So, dann machen wir den dahin. Dahin. Und hier. So wie hier. 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 Und hier. So, 626 Baumstämme und 646 Stöcker. Was tue ich mich hier an? Dann werden wir niemals in dieser Folge hier fertig kriegen. Oh. Aber ich habe euch schon gesagt gehabt, dass mit dem Baumstamm wird noch die Stickies hier übertrumpfen. Aber egal, wir machen das jetzt fertig. Soweit es geht. Ja, komm. Oh, wir müssen uns einmal kurz hinsetzen. Außer was am Arsch. Boah, aber ey, ich freue mich schon, wenn es fertig ist hier, wirklich. Ist vielleicht nur noch diese und nächste Folge. Aber dann wird das definitiv fertig sein. Also, ich sehe schon kommen, dass ich wirklich noch eine Folge von 1 bis 2 Stunden hängen muss. Aber für euch ist das umso besser. Dann habt ihr wirklich dreimal hintereinander eine Folge, die mindestens das Doppelte lang ist als sonst. Aber ich würde sagen, ich mache ein kleines Päuschen nochmal, so kurz nochmal wieder auf Toilette. Und dann mache ich einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und dann schmeißen wir noch die letzten 7 hier irgendwo mal rein. So. 80 Stück brauchen wir. Unglaublich. Ja, aber ich glaube, mit den Baumstämmen sind wir hier auch deutlich schneller fertig als mit den Stickies. Wenn wir die erstmal fertig haben da. Ja, komm. Hier hoch. So, einen haben wir noch. Dann müssen wir noch mal rüber. Wohl vom Tag her. Die Sonne geht schon langsam unter. Dann wird das nicht mehr so schnell gehen drüben. Boah, dann müssen wir noch das Rehfell hier irgendwo platzieren. Und noch eben was essen. Die können wir auch schon langsam anfangen, hier fertig zu machen. Dann haben wir die Baustelle auch schon weg. Wir können mal schauen, dass wir ein paar Seile und ein paar Schädel bekommen von Dieben. Wollt was essen? Vergesse ich auch noch essen zu geben. Bin auch so eine Tröte.
Fertig. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich noch mal ein Reh. Wenn wir jetzt rüber gehen. Ich würde dann eher mal kurz in Richtung Dorf gehen. Gehen da hinten, im Dorf. Boah, ich finde das echt geil, was wir da gebaut haben. So, stehen da wieder ein paar Totems? Dann kriegen wir vielleicht wieder ein paar Schädel. Ja! Neue Totems. Vielleicht auch neue Stickies und neue Stoff. War hier noch irgendwas in dem? Ne, hier war nur noch Steine. Ist wieder ein Totem. Na, den Hasen brauchen wir diesmal ausnahmsweise mal nicht. Wie er brauchen es Hirsch und Seil. Unten läuft wieder einer. Oder lief gerade noch jemand. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht auf uns zu. Sondern eher an uns vorbei. Ich hoffe, wir wechseln mal lieber wieder auf die Axt. Und damit kann man sich deutlich besser verteidigen. Oh, hier ist ja unser Feuer. Nee, Alkohol brauchen wir ja weniger. Hätte mehr mich über Stoff gefreut oder so. Noch ein Totem. Ach, Schädel haben wir auch schon genug. Haben wir wieder vier. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Ureinwohner oder Mutant. Sticky. Noch ein Sticky. Durch. Geil, Seile. Oh, so da. Aber die haben genug. Wo sind sie? Jetzt auch nicht direkt hinter mir her.
Hier noch Seil? Irgendwo? Irgendwie? Lass mal wieder zurück. Die Stickies haben wir jetzt wieder 17. Seile haben wir 2 von 6. Aber Schädel haben wir wieder vollständig. Das heißt, ein paar kriegen wir wieder fertig. Hier haben wir noch mal einen. Hallo, ich will den Stick. Wie viel haben wir von denen? Einen. Das heißt, davon können wir noch mal ein paar sammeln, wenn wir jetzt gleich hier sind. So einen kleinen Stein. Gibt's hier nichts mehr, okay. Drehen wir um. Hat wir auch ewig nicht mehr gemacht. Hatten wir hinten den Weg mal, Treppe mal entlang zu. Ist ja eigentlich entspannter da hinten. Da ist das hier kürzer, aber den Weg haben wir dann in dem Sinne eigentlich umsonst gebaut. Wenn wir den ja nicht nutzen, dann ist er wirklich für umsonst gebaut. Ah, ich habe wieder Durst, natürlich. Ich habe auch immer Durst irgendwie. Den fertig, nice. Den hier. Haben wir nichts mehr, aber hier. Hallo. So, und fehlen uns nur noch 4 Seile, 9 Rehfelle. Komm, können wir auch mal die Dickies hier reinballern. Jetzt gerade hier. Können wir pennen gehen. Ja, natürlich wieder Durst und Hunger. Wie jeden Morgen. Ach, wir machen hier leer. Ah, der ist auch leer. Müssen wir den mal eben auffüllen. Das heißt, wir müssen hier jetzt den hier nehmen und nach oben. Wenn der leer ist.
Wenn wir auch eben die Federn hier sammeln. Oh, wird hier auch langsam knapp. So, ausrüsten. Ist der 100% voll? Ja. Hat auch echt lange nicht mehr geregnet. Ich weiß noch, vor ein paar Ingame-Tagen, da hatte ich mich noch aufgeregt, dass jeden, oder was heißt aufgeregt, schon so gewundert, warum es jeden Tag regnet und jetzt auf einmal so regnet es gar nicht mehr. Na egal, wir gehen jetzt rüber. Einmal schön wenden und dann noch mal ein paar Bäume abflachten. Denn wir wollen das Bauprojekt auf jeden Fall heute noch fertig kriegen. Klar, jetzt sind wir schon bei 50 Minuten. Aber ich glaube, in der heutigen Folge, in der jetzigen Folge, werden wir zumindest die Hälfte vom von da oben alles schon mal fertig haben, die Hälfte. Und dann wird das wahrscheinlich noch eine Folge, die etwas länger ist, dauern. Und dann haben wir das Ding da oben fertig. Vor allem für die Festung brauchen wir eigentlich auch noch einen richtigen Namen. Denn das ist ja ein bisschen mehr als nur so eine einfache Hütte oder so. Das ist schon eine richtige Burg. Auf Stelzen. Auf einer Insel. Mit Turm. Und ich finde, es hat schon irgendwie eigentlich einen Namen verdient. Dann würde ich gerne eigentlich auch euch überlassen, so welchen Namen diese Festung hier, diese Burg bekommt. Da könnt ihr gerne kreativ sein, sogar in die Kommentare reinhauen, so welchen Namen ihr dafür gerne geben wollt. So. Aber auch bitte freundlich bleiben und nicht irgendwie irgendwas Beleidigendes oder sowas. Dann schon einen vernünftigen Namen dafür. So, dann wieder die Kettensäge. Jetzt nicht gewollt. Ich dachte, das wäre ein Sticky oder so. Ach, hier haben wir Sticky. Jetzt haben wir wahrscheinlich zu viele Bäume.
Ist irgendwo hin, hier in einer geflogen? Vorhin ist ja einer geflogen. Ne, ich sehe hier jetzt keinen. Entweder ist er so weit weggeflogen, dass wir den nicht mehr wiederfinden. Oder ich habe den gerade in der Hand. Ah, komm. Echt, das und hier wirklich die Schlachtung von 1000 Bäumen, was wir hier fabrizieren. Will wirklich nicht wissen, wie viele Bäume ich hier schon abgefällt habe. So, schon voll. Dann. Da müssen wir gleich nochmal gezielt auf Sticky abgehen. Ein bisschen weiter in den Wald rein. Was Sticky zu sammeln. Denn hier haben wir fast gar nichts mehr. Ich glaube, die kommen auch mit dem Nachwachs nicht hinterher. So viele, wie ich von denen brauche. So. Da können wir gleich eventuell sogar noch mal ein paar Seile holen, wenn wir aufs Sticky abgehen. Ich hatte jetzt einen Thrombosen-Jonas gehört. Kein Thrombosen. Aber den brauchen wir auch.
Und dann brauchen wir noch zwei Bäume. Ah, und den. Komm, wir nehmen den hier. Nein. Ich hab schon das Feld auf mich. Hier sind sie. Und hier ist er. Das heißt, die setzen wir jetzt mal da auf und dann gehen wir mal Sticky holen. So. Einen können wir noch. So, dann gehen wir jetzt Stickies holen. Ah, geil, dass hier auch einige hin und wieder mal so rumliegen. Hier jetzt. So, dann können wir die jetzt eben auch noch da hinten abladen. Und dann nochmal voll machen. Ich glaube, das mit den Seilen wird wohl nichts, wenn wir schon direkt da vorne hier die Stickies haben. Hier so ein bisschen weiter in den Wald rein, aber auch nicht zu weit im Wald. Ich glaube, den großen nehmen wir mal nicht, weil wir nur noch zwei brauchen. So, und dann können wir jetzt wieder zurück. Fehlen aber einige Baumstümpfe, kann das sein? Und einige einfach gedespawnt weg. Das heißt, da werden dann keine Bäume mehr nachwachsen an den Stellen. Habe ich die vielleicht aus Versehen kaputt gemacht? Oder kann es sein, dass manche einfach so wieder verschwinden? Und man nie wieder die da an der Stelle kriegt. Das wäre dann doof. Wenn ich die jetzt aus Versehen kaputt gemacht hätte, wäre zwar jetzt auch doof, aber das war dann eher Eigenverschulden.
Boah, ich kann es einfach nicht oft genug wiederholen. Ich finde das einfach nur geil, das von hier aus anzusehen. Ah, geil, es regnet auch wieder. Das heißt, es gibt gleich wieder was zu trinken. Wollen wir richtig einparken? Das müsste, glaube ich, schon. Ja, das müsste jetzt passen. Aber wir werden nicht mehr am heutigen Tag da alles draufklatschen, sondern jetzt gehe ich erstmal was essen. Wir platzieren vielleicht noch die Stickies irgendwo hin. Haben wir noch Knochen? Nee. Aber Schädel, die wir nicht brauchen. Stickies können wir den ersten Stuhl hier schon fertig machen. Ja, nice. Da kennen wir hier schon mal. Und den können wir schon mal verspeisen. Die Tische können wir ja schon fertig. Packen wir die eben noch drauf. Beziehungsweise zweiter Tisch werden wir fertig kriegen. Den dritten, da wird wahrscheinlich einer fehlen. Den Baumstamm. Und dann noch die Stickies mitnehmen. Toll. Kommen wir an dem noch ran? Das war echt super, dass ich auch noch so schlau war, außenrum zu gehen, ey. So, dann machen wir eben hier hinten die Tische fertig. So. Ah, den können wir auch fertig machen.
Ja, kalt und nass wieder. Nice. Eigentlich ja weniger nice, aber man ist hier auch eine richtige Frostbeule, ey. Und durstig, nice. Jetzt fehlt nur noch Hunger. Aber egal, wir machen eben das hier fertig. Und dann gehen wir pennen. Wir können ja pennen. Schnell wieder was essen und was trinken. Hallo? Den Rest können wir dann oben wieder aufs Dach klatschen. Oder auf die Dächer. Und im Grunde haben wir jetzt oben alle Blaupausen platziert, die wir haben wollten. Und im Grunde ist eigentlich nur noch hier die Dingens, die Baumstämme und die Stöcke einfach nur drauf reinklatschen. Das heißt, diese Folge werden wir noch komplett die Baumstämme hochklatschen und nächste, ja, sieht so aus, nächste Folge werden wir das auch noch machen. Dann habt ihr tatsächlich drei Folgen, die über anderthalb Stunden dauern. Und das auch noch hintereinander von The Forest. Ja, ich hätte jetzt eigentlich aus diesen zwei Folgen, die gestern und heute bei für euch rauskamen, eigentlich auch im Grunde 6 Folgen machen können, aber ja, ich glaube eher, so macht es mehr Sinn, wenn ich einfach jetzt die Baufolgen so mal ein bisschen länger mache, dann wir dann zum Ende auch langsam hinkommen. Weil dieses Monsterbauprojekt, das will ich unbedingt fertig haben. Story sind wir ja schon fast durch. Es ist eigentlich nur noch die der Kessel oder beziehungsweise das Arschloch der Welt da unten, wo wir mal rein müssen. Und halt auch noch die eine oder beide Türen da irgendwie noch knacken beziehungsweise reingehen. Stimmt, die Yacht müssen wir auch noch eigentlich irgendwie finden, einen Weg rein. Wir waren ja noch gar nicht in der Yacht durch diese Tür. Da müssen wir auch noch die Schlüsselkarte oder so finden dafür. Denn die Schlüsselkarte, die wir hier haben, die hier,
Ich hatte gedacht, das wäre für die Yacht, ist es aber nicht. Und wofür diese Schlüsselkarte ist, muss ich auch noch rausfinden, die ich jetzt im Inventar habe. Eigentlich haben wir doch noch ein Spiel vor uns, wenn man so genau überlegt. Ah, und noch zusätzlich, eine Axt fehlt uns noch. Wir haben noch die letzte Axt hier noch nicht gefunden. Die soll zwar besser sein als das Ding, aber schlechter als das, aber trotzdem, die fehlt uns hier im Inventar. Und da habe ich auch keine Ahnung, wo die sein soll. Die müssen wir auch noch finden. Komm schon. Das Ding ist noch nicht mal halb fertig, ey. Ich glaube, wir werden doch noch ein paar Folgen länger dran sitzen. Egal, der Wind. Warum muss der Wind immer hier so laut sein? Erklär das mal einer. So, die letzten 7. Und ja, ich fände es schön, wenn wir den hier noch in dieser Folge schaffen, fertig zu kriegen. Aber sieht schon gut aus. So, dann hier nochmal nach den Blaubeeren gucken. Eine Heidelbeere, Entschuldigung. Nehmen wir nochmal ein paar Samen. Ja, 3 Samen. Keine Ahnung, wo die jetzt sind. Da ist einer. Da. Keine Ahnung, wo die sein sollen. So, 3 Stück. Ja, keine Ahnung, aber wenn das hier fertig ist. Ey, das wollen wir auf jeden Fall voll mit Heidelbeeren machen. Das wird richtig gut aussehen. Können wir schauen, dass wir hier irgendwo oder hier vor noch einmal so
Und dann hier neben auch noch mal so Heidelbeeren packen. Dass hier dann auch ein bisschen grün ist. Dann wollen wir noch mal rüber. Sammeln wir auch noch mal paar Rehfelle. Das wird schon reichen, wenn wir da vorne anlegen. Machen wir jetzt einfach mal die Stickies voll und die Rehfelle. Mal ein Rehfell, dann haben wir wieder vier Fleisch, dann können wir oben auch nochmal voll machen. Die Fleischständer da. Ja, ausrüsten müssen wir. Dann los. Wieder die Ureinwohner. Hase. Jetzt tatsächlich zu 10 da rumlaufen, also in zwei Gruppen, finde ich schon mittlerweile echt krass. So, zwei noch. Nein. So, wo haben wir noch einen Bambi? Jetzt brauchen wir einen Bambi. Ich finde es schade, dass Bambi sich da nicht verheddern kann an der Falle. Wie lustig das wäre, wenn die da so kopfüber hängt. Wird schon geil aussehen, finde ich. Noch eben die Stickies da abladen, dann haben wir 40 statt 20. Ah, und den Baumstamm können wir auch mal mitnehmen. Oh, da hinten ist ja unser Boot. Können wir ja den letzten Tisch noch fertig machen. Okay, die sind jetzt nicht hinter mir her. Da waren. Doch besser so. Die sind dafür die. Aber ich frage mich auch, wie viele von denen hier überhaupt existieren. Und wie schnell die eigentlich dann so. Für den Fall, wenn hier Muschi Klaus, die ja gebärt, die Babys da, wie schnell die eigentlich dann auch auswachsen.
Und die kommen enorm schnell eigentlich, quasi mit dem, mit ihren Trupps und so weiter hinterher. So, jetzt brauchen wir Bambi. Hier haben wir wieder den Zeltplatz. Jetzt haben die irgendwas wieder. Ja. Die haben wieder nachgespawnt. Geld zum Beispiel, Steine. Top ist wieder nachgespawnt. Käser. Pfeile. Auch gut. Ah, Pfeile können wir nicht noch mehr tragen. Schade. Aber jetzt brauchen wir eher einen Bambi. Echt jetzt, wo sind die Bambis? Normalerweise spawnen die hier bei mir. Hier vorne. Die müssten eigentlich jetzt jede Menge Bambis sein. Oder habe ich die schon alle ausgemerzt? Muss ich vielleicht welchen stehen bleiben, damit die spawnen? Also, I don't know, ich weiß es nicht. Ja, mal sind die zuhauf hier und mal sind die jetzt gar nicht hier, wie jetzt gerade. Oder kommt es auch bei den Bambis um auf die Uhrzeit an, wann die da sind und wann die nicht da sind? Ja, Raben gibt es hier jede Menge. Ich hätte gerne jetzt nur einen Bambi. Ja, egal, dann in dem Fall gehen wir wieder zurück. Es wird schon langsam dunkel. Und ich denke nicht, dass wir jetzt um diese Uhrzeit noch einen Bambi kriegen.
Dann machen wir jetzt eben noch den Tisch da fertig. Und die Stickies, würde ich sagen, packen wir oben rein. Hier oben den Zaun. Ich denke, der ist doch eher wichtiger als hier die Stühle unten. Ah, das wird schon passen. Den nehmen wir mit. Dann packen wir den eben hier unten an den Tisch. Dann haben wir die Tische wenigstens fertig. So. Na, sieht schon geil aus. Großer Tisch für eine Gruppe und für einen König. Wir machen zuerst die Außenzäune. Die sind wichtiger, finde ich. Und dann, sobald wir die fertig haben, die Innenzäune. Nochmal Sticky holen. Ja, komm, so. Ah, das war der Stuhl vorhin, die Bank hinsetzen. Was da oben quasi Anfang der Folge, glaube ich, war das Anfang der Folge, was er so aufgeblinkt hatte. So, nice. Dann können wir jetzt eben pennen gehen. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir noch einmal so eine überlange Folge machen, um das da oben alles fertig aufzubauen. Und ich sage dann auch schon mal vielen Dank fürs Dabeisein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.